Hi Leute, ich bin's. Tim! Und heute machen wir Kniebeuge. Und zwar geht's um die Fußposition bei den Kniebeugen. Ihr seht ja, ich stehe sehr breit und sehr parallel, aber viele Leute stehen auch sehr eng und mit den Füßen nach außen. So, jetzt natürlich die Frage, Tyson, wie viel Grad, wie viel Neigung, Schräg, was auch immer. Und man kann grob sowas sagen. Also wenn ihr jetzt eine Kniebeuge macht, also ich muss die Hose hochziehen, sonst reißt die. So, wenn ich jetzt eine Kniebeuge mache und sagt, okay, ich mache von mir aus jetzt eine halbe Kniebeuge und so, ja, und will olympisch squatten. Ja. Wenn ihr olympisch squattet, steht der meistens sehr eng. Das heißt, um wirklich eine Tiefe zu erreichen, müsst ihr mit den Füßen etwas weiter nach außen stehen. Weil dadurch habt ihr halt hier unten erst den Platz. Ja. Das habe ich ja schon mehrmals gesagt, wenn ihr eng steht und parallel, dann gehen die Knie nach vorne und es wird schwieriger für euch, die richtige Tiefe zu treffen. Da einfach eure Beine, wenn ihr so geht, im Weg sein. Das heißt, die Hüfte kann hier nicht richtig kippen und ihr kommt leicht in so einen, ich zeige euch das mal eben kurz, leicht in so einen Rundrücken hier unten. Hingegen, wenn ihr die Knie nach außen dreht, habt ihr hier Platz, um reinzugehen. Ja? Das heißt, da könnt ihr nach innen gehen. Wenn ihr breit squattet, so wie ich das mache, dann habt ihr den Vorteil, dass ihr automatisch unten sehr viel Platz habt. Das heißt, ihr müsst nicht so machen, damit ihr runterkommt, sondern wenn ihr die Mobilität habt, könnt ihr einfach hier reingehen und habt trotzdem einen geraden Rücken. Ja? Aber der gerade Rücken ist jetzt nicht unser einziges Problem. Also nochmal kurz zum Festzuhalten. Enger Stand, parallel, wenig Platz für die Hüfte. Enger Stand, Füße etwas weiter nach außen, mehr Platz für die Hüfte. Ja? Nur mal schon mal dafür. Breiter Stand, viel Platz für die Hüfte. Sei es, ihr geht nach außen oder ihr geht nach vorne, scheißegal. So, was wir jetzt aber noch machen wollen, ich sage ja immer, ein bisschen Drehmoment, ein bisschen Torque, das heißt die Hüfte nach außen rotieren, damit der Gluteus angespannt ist. Rigid Core, ja, also schön fest stabilisiert. Das heißt, ihr müsst die Möglichkeit haben, Druck nach außen anzubringen. Das heißt, nicht nach innen stehen, so, ja, sondern nach außen. Das bedeutet, wenn ihr jetzt sehr so steht, könnt ihr eure Beine nicht mehr wirklich anspannen nach außen. Das werdet ihr merken, stellt euch mal so hin und versucht mal effektiv eure Hüfte nach außen zu rotieren. Es geht nicht, ja, weil ihr schon so weit nach außen rotiert seid. Wenn ihr euch jetzt ungefähr so hinstellt bei der engen Kniebeuge, habt ihr auch die Möglichkeit, euch noch rein zu rotieren und Spannung aufzubauen. Dann könnt ihr runtergehen, zack. Denn wir wollen ja, dass die Knie in Alignment mit den Füßen gehen. Bei der breiten Kniebeuge seid ihr eben schon so breit, dass wenn ihr so steht, ihr überhaupt gar keine Möglichkeit mehr habt, wirklich Spannung aufzubauen. Und hier verliert ihr einfach Spannung und geht nach innen, weil hier kein Platz mehr ist. Hier ist nichts, was blockiert und dann werdet ihr nach innen kollabieren, wenn ihr zu breit steht. Wenn ihr jetzt allerdings parallel steht, ja, dann die Hüfte reindreht, gehen die Knie nach außen und ihr könnt nicht kollabieren. Ihr seid hier stabiler. Das heißt, beim breiten Stand die Füße nicht nach außen, weil dann kollabiert ihr nach innen, weil hier nichts mehr ist, um das Ganze festzuhalten. Und ihr könnt die Hüfte nicht so weit öffnen. Ja? Dann reißt ihr euch hier alles auseinander. Also, so gedehnt seid ihr nicht. Das heißt, breiter Stand parallel, Hüfte reindrehen und ihr könnt squatten. Enger Stand, Füße etwas weiter auseinander, reindrehen und ihr könnt parallel oder unterparallel squatten. Um das Ganze noch einmal zusammenzufassen, ich weiß, es nervt, enger Stand, die Füße so circa 5 Grad bis 30 Grad, je nachdem wie eng ihr steht, damit ihr wirklich Platz habt, damit der Rücken gerade bleibt und ihr noch genügend Rotation in die Hüfte reinbringen könnt. Und wenn ihr breit squattet, je breiter ihr kommt, desto paralleler steht ihr. Ja? Das heißt, wenn ihr so breit seid, nur noch so, ich sag mal wirklich 0 bis 10 Grad Rotation in den Füßen, damit ihr noch fest seid, einen geraden Rücken habt und noch die Hüfte eindrängen könnt. Ja? Das ist mein Take zur Fußposition bei den Kniebeugen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Peace.